Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen an einem Abend, an dem die Wählerinnen und Wähler in Frankreich viele überrascht haben. Und vielleicht auch ihn. Präsident Macron ist mit seiner Partei zwar nur auf Platz 2 gelandet, doch sein größter Gegner, die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, ist dahinter gelandet, auf Platz 3. Die Rechtsradikalen wurden zuletzt als mögliche Wahlsieger gehandelt. Das wäre wohl die größte Herausforderung für den französischen Präsidenten geworden, der sich mit seiner kurzfristigen Entscheidung, Neuwahlen für das Parlament anzusetzen, ohnehin keine Freunde gemacht hat, auch nicht im eigenen Lager. Und wer ist nun Wahlsieger? Auf Platz 1 hat es überraschend das Linksbündnis geschafft. Aus Paris, von den Siegern und den Verlierern, berichtet Sabine Boland. Kurz nach 20 Uhr, betretene Gesichter bei der Wahlparty des Rassemblement National. Die Champagnergläser stehen bereit, doch feiern heute nicht. Mit 132 bis 152 Sitzen im neuen Parlament hat die Rechtsaußenpartei die erhoffte absolute Mehrheit deutlich verpasst. Parteichef Jordan Bardella gibt sich dennoch kämpferisch. Ich möchte sagen, dass meine Absicht, das Land groß zu machen, stärker denn je ist. Für Sie, mit Ihnen, bis zum Sieg. Heute Abend fängt alles an. Eine alte Welt ist gefallen und nichts kann ein Volk stoppen, das zu hoffen gelernt hat. Place de la République in Paris. Parteien des Linksbündnisses und deren Anhänger treffen sich hier. Der Jubel ist groß. Wieder einmal hat es funktioniert, dass der Großteil Frankreichs sich zusammentut und gegen rechts wählt. Wenn auch diesmal sehr überraschend. Forderungen gibt es direkt vom Chef der Linksaußenpartei La France Insoumise. Der Präsident hat die Macht und die Aufgabe, den Nouveau Front Populaire regieren zu lassen. Nur hatte Präsident Macron eine Zusammenarbeit mit Mélenchons Partei im Vorfeld der Stichwahl ausgeschlossen, obwohl sie die stärkste Partei des Linksbündnisses ist. Macron warte die Ergebnisse ab, bevor er sich äußern werde, heißt es heute Abend aus seinem Umfeld. Beim Wählen heute Mittag im Küstenort Le Touquet musste er sogar von seinen Fans Kritik einstecken. Da haben sie uns aber ganz schön was eingebrockt. Nein, nein, sagt Macron. Na, warten Sie mal ab. Für ihn ist es auf den ersten Blick noch mal gut gegangen. Die Gefahr durch den extrem rechten RN ist zunächst gebannt. Doch wie es jetzt in der Nationalversammlung weitergeht, ist noch völlig unklar. Die Mehrheitsverhältnisse sind deutlich komplizierter als vorher. Auf den Champs-Élysées wurden heute Mittag bereits Geschäfte aus Angst vor Ausschreitungen verrammelt. 30.000 Polizistinnen und Polizisten sind zusätzlich im ganzen Land im Einsatz. Doch nach diesem Ergebnis wird es heute Nacht vermutlich ruhig bleiben. Der politische Wind scheint sich in Frankreich doch noch gedreht zu haben. Wie das Ergebnis in Europa aufgenommen wird, kann uns gleich Tina Hassel in Brüssel sagen. Zuerst nach Paris zu Sabine Rau. Sabine, was bedeutet dieses voraussichtliche Ergebnis nun? Wie geht es bei unseren Nachbarn politisch weiter? Es wird kompliziert werden, aber vorweg sei gesagt, der Premierminister Gabriel Attal hat soeben im Fernsehen angekündigt, dass er morgen Präsident Macron seinen Rücktritt anbieten werde, denn jetzt beginne eine neue Ära und die, das kann man sagen, wird schwierig genug, denn keines der politischen Blöcke hat eine absolute Mehrheit bekommen. Macron muss jetzt auf die Linken zugehen, voraussichtlich, denn die haben den Durchmarsch der Rechtsradikalen an die Macht aufhalten können. Das allerdings stellt dieses doch etwas gemischte und zusammengewürfelte Linksbündnis vor das Problem, dass sie sich erstmal auf einen Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten einigen müssten. Das wird schwierig werden, weil sie ziemlich zerstritten wird. Also so ganz so schnell wird das nicht gehen. Außerdem hat Macron die Absicht, zum NATO-Gipfel in die Vereinigten Staaten zu reisen. Also so schnell werden wir in Frankreich wohl keine neue Regierung sehen. Und schauen wir noch mal auf den Rassemblement National. Der galt ja vor wenigen Stunden noch als wahrscheinlicher Wahlsieger, steht nun aber an dritter Stelle. Wie reagiert die Parteiführung da drauf?
Ja, von dem zuletzt strahlenden Wahlsieger der ersten Runde war heute Abend nicht mehr viel zu sehen. Er warnt jetzt besonders lautstark vor einem linksextremen Umschwung in Frankreich. Das ist im Augenblick eher nicht abzusehen. Tatsächlich ist es aber so, dass Bardella ganz wie Donald Trump in den Vereinigten Staaten seine Wähler so ein Stück weit aufhetzt. Er hat heute Abend angeklagt, dass man die Wählerinnen und Wähler des Rassemblement National daran gehindert habe, ihren Willen auszudrücken und umzusetzen. Damit meint er natürlich den taktischen Zusammenschluss zwischen Macron-Lager und Linken. Also da ist der Ton jetzt gesetzt und Bardella hat gesagt, er werde auf jeden Fall weiterkämpfen gegen Migration und gegen die unsinnige Klimapolitik. Ganz offensichtlich hat er vor, dass die Spaltung in diesem Land noch weiter zu befeuern. Danke, Sabine Rau nach Paris. Und wir schauen, was Europa dazu sagt und schalten zu Tina Hassel nach Brüssel. Tina, in Brüssel haben viele mit großer Sorge auf diese Wahl geschaut. Herrscht da jetzt Erleichterung? Ja, hier äußern sich jetzt schon viele Europaparlamentarier verschiedenster Fraktionen sehr erleichtert. Das Schlimmste sei noch einmal verhindert worden. Und tatsächlich hätte eine Regierung des Rassemblement ja für Europa massive Konsequenzen gehabt. Zum Beispiel ganz kurz, die wollten die französischen Zahlungen an den EU-Haushalt kürzen. Die wollten die Fesseln des Binnenmarkts abstreifen. Und Bardella hatte ja sogar Frankreich vom europäischen Stromnetz abklemmen wollen. Also die Erleichterung ist groß. Nur die Regierungsbildung wird sehr schwierig. Das weiß man auch hier. Und sie könnte teuer werden. Und es ist ja schon erste Forderungen auch in Frankreich laut geworden. Zum Beispiel die Rücknahme der Rentenreform, die Erhöhung des Mindestlohns oder viel mehr Investitionen in den öffentlichen Dienst und dafür braucht man Geld, viel Geld. Aber Frankreich hat gerade erst ein Defizitverfahren von der EU-Kommission bekommen, also eine Art gelbe Karte, weil die Staatsverschuldung so hoch ist. Und sollte Frankreich wirklich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, dann hätte das Konsequenzen für den ganzen Euroraum, denn das Land ist die zweitgrößte Wirtschaft in der EU, der zweitgrößte Nettozahler. Aber nochmal, Helge, heute Abend überwiegt erstmal die Erleichterung. Und der Blick nach vorne. Was bedeutet all das, dieses Wahlergebnis, die Punkte, die du eben schon genannt hast, für die politische Rolle Frankreichs in der EU und auch gegenüber seinen Partnern wie Deutschland? Die Regierungsbildung dürfte schwierig werden, vielleicht lange dauern. Und in dieser Zeit kann der Präsident keine Initiativen starten und auch keine Versprechen abgeben auf internationaler Bühne, ohne zu wissen, ob er dafür überhaupt eine Mehrheit hat. Das heißt, die Fortschreibung des Status quo ist unter diesen Bedingungen schon das Beste, was möglich ist. Und das ist natürlich viel zu wenig in einer Zeit von großen Krisen, wo eigentlich Reformen nötig sind. Das deutsch-französische Tandem ist geschwächt, auch weil der andere Partner, Kanzler Scholz, schwach ist. Deutschland und Frankreich geben eben nicht mehr den Takt vor in der EU. Das konnte man schon auf dem letzten Gipfel sehen. Und nur weil man das Schlimmste verhindert hat, hat Frankreich ja dennoch einen Rechtsruck erlebt. Das Land ist polarisiert. Es wird sicherlich auch damit in der EU nicht stark und reformwillig auftreten können. Danke für diese ersten Einschätzungen aus Brüssel, Tina Hassel. Und das war unser Tagesthema extra zur Parlamentswahl in Frankreich. Weitere Zahlen und Einordnungen gleich auch in der regulären Ausgabe der Tagesthemen nach dem Tatort aus Luzern gegen 23.30 Uhr, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.